Mein Vorschlag wäre, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte auf null zu setzen. Mhm. Özdemir will gegenwärtig ja die Lebensmittel verteuern durch eine Abgabe, durch die dann Subventionen finanziert werden. Eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse. Das hört sich erstmal richtig klasse an. Wer profitiert davon? Kommt das bei uns tatsächlich im Portemonnaie an? Nun, dazu müssen wir uns erstmal anschauen, wo kommt die Ware eigentlich her? Und dann schauen wir mal bei Herrn Özdemir auf die Homepage und da sehen wir, dass der Selbstversorgungsgrad bei Obst gerade mal bei 19,7% in Deutschland liegt. Beim Gemüse sind es knappe 37%. Das heißt also, die Differenz wird also importiert. Warum sollen die profitieren? Und wieso stärkt das dann tatsächlich unsere heimische Landwirtschaft? Nun, was sagt eigentlich unser Finanzminister dazu? Sind wir denn sicher? Ist das Publikum denn sicher, dass die Steuersenkung bei den Lebensmitteln weitergegeben werden würde? Ist das dann völlig anders als bei der Zapfsäule? Welche Kriterien müssen eigentlich Lebensmittel erfüllen, wenn sie in die Europäische Union eingeführt werden? Na? Sie dürfen nicht gesundheitsgefährdend sein. Punkt. Und wer garantiert uns vor allem, dass der Lebensmitteleinzelhandel in Form vom Kolonialwarenhändler Edeka nicht weiterhin in seinen Kolonien nach günstigen Lebensmitteln fischt, die weder Tierwohl, soziale Standards oder Umweltstandards jemals gesehen hat? Selbst so ein popliger Stecker hat ein CE-Siegel. Was würden eigentlich andere Industriezweige sagen, wenn sie so unterwandert werden würden? Dieses Auto darf in der Umweltzone nicht fahren. Jetzt stellen wir uns mal vor, VW, Mercedes und BMW müssten weiterhin die hohen Auflagen erfüllen, die sie haben, und ein anderer Hersteller aus Japan als Beispiel nicht. Was wäre dann? Lebensmittel müssen dann verpflichtend gekennzeichnet werden, wenn die Tiere in Deutschland gehalten wurden und die Lebensmittel in Deutschland an den Endverbraucher verkauft werden. Von 2010 bis 2020 hat sich die Zahl der schweinehaltenden Betriebe halbiert. Hört Sie mir, das war eine perfekte Zusammenfassung der aktuellen Lage. Das dramatische Bauernsterben wird doch nun nicht enden, wenn wir nur deutsche Landwirte mit diesen hohen Auflagen belegen. Alle anderen machen das nicht. Nun, Herr Özdemir, immerhin geben Sie ja zu, dass wir bereits in den letzten 10 Jahren eine Halbierung unserer Schweine hatten. Sie wollen ja nochmals eine Halbierung. Nummerzahlen aus 2020. Selbstversorgungsgrad bei Schweinen, Dänemark 621%. Die Niederlande 335. Wir hatten 125. Wir sind jetzt weit unter 100. Eine Halbierung bedeutet also an die 50%. Es werden ja trotzdem Schweine nach Deutschland kommen. War da nicht irgendwas mit Tierwohl? War da nicht irgendwas mit CO2? Und wie sieht es bei Bio aus? Sie wollen ja immerhin 30% in Deutschland auf Bio umstellen. Jeder weiß inzwischen, dass wir dort maximal die Hälfte ernten. Wir haben eben die Zahlen bei Obst und Gemüse gesehen. Selbstversorgungsgrad 30% und weniger. Dort also nochmals von 30% die Hälfte. Wie weit will sich dieses Land eigentlich noch in die Abhängigkeit anderer begeben?